Und ich laufe jetzt einfach mal runter in einfacher Geschwindigkeit zu den Aliens und versuche, einen Spawner zu töten. Mehr will ich nicht. Ein Spawner muss weg. Oh, Kacke. Lauf. Töte, töte. Okay. Sind die schon wieder nachgespawnt? Ich sehe nichts. Ja, sind schon wieder nachgespawnt. Mist. Zweifache Geschwindigkeit. Das klappt so schon mal nicht. Also ich bin nicht schneller als die. Das ist der größte Haken. Du Forschungsdinger. Also wir brauchen definitiv mehr Schaden. Wir brauchen definitiv mehr Schussgeschwindigkeit. Und eigentlich ein Exoskelett MK2. Ich bin da doch ein wenig verwöhnt. Eine Stone Axe klingt gut. So, was haben wir hier? Limestone wollte ich nicht. Hier haben wir Stein. Da könnten wir den ersten elektrischen Drill hinpacken. So, dich erweitern. So. So. Kriegst eine Eisenkiste sogar. Dann ist alles gut. Du Science-Zeug. Eisenkiste, da. Muster erweitern. Theoretisch könnten wir jetzt auch gleich das Muster bis zum Kupfer erweitern. Hm? Ja, Kupfer schon mal so abbauen können, ist eine gute Sache. Stopp, du bist, glaube ich, falsch. Und wo ist die Steinaxt her damit? Bäume hacken ist viel zu langsam. Einmal durch da. Wobei ich jetzt vorsichtig sein sollte. Ich sollte nicht so ein Baummassaker begehen wie in Vanilla. Weil die Bäume sorgen halt dafür, dass wir weniger Umweltverschmutzung haben. Aber sie stören halt meistens. Na gut. Du. Eins, zwei, so. Zwei Mining Drills für Kupfer sollten am Anfang reichen. Kupfer wird ja erst später wirklich wichtig, wenn es mit den Chips losgeht. Mit den grünen, roten, blauen und so weiter. Du. So, da, da. Das reicht. Also, ein Mining Drill. Hierhin, ein dahin, dann Fließbänder. Und alles hier hinten hin. Miep. Damit wir nicht so weit laufen müssen. Ja, also hier unten Energieproduktion, oben Erze. Weiß noch nicht. Und das ist jetzt problematisch mit dem, dass die Dinger nicht so eine große Reichweite haben. Das heißt, ihr zieht das bitte mal hier rüber. Dann kommen da oben die Schmelzöfen hin. Die natürlich sehr viel Kohle brauchen. Dann kommen da drüber die Ärmchen, die noch Strom bekommen. Ja, eins reicht. Und du hast auf ein anderes Fließband. Das wird alles später abgerissen, keine Sorge. So, und dann ist hier irgendwo ein Ressourcen-Einsammelding, das in eine Eisenkiste packt. Wenn wir eine Eisenkiste hätten. Also, rund. Joe, Energie. 100, 100, 100, 100, das sollte reichen. Also Eisen da hinten, kein Kohle. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir. Gib mir und dafür bekommst du Kohle und du auch Kohle. So, Eisenkiste. Hier, Eisenkiste, da. Da sammeln wir erstmal unser Kupfer. Du hast genug Kohle. Das da hinten braucht keine Kohle. Gut. Forschung. Wir brauchen viel mehr Science Packs. Bau, 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 bau. Und wir sollten dann demnächst auch unsere ersten Fabriken erforschen.
damit wir schon mal Kabel und dergleichen automatisch herstellen können. Wobei, wenn ich mit den Fabriken anfange, hätte ich eigentlich auch schon ganz gerne einigermaßen Struktur. Wie schaut es strommäßig aus? Ja, okay. Boiler haben wir noch keine extra, ne? Nein. Du, da. So, große Frage ist jetzt, bleiben wir hier und erweitern wir das Ganze nach unten oder siedeln wir später um dahin? Ich denke, das könnte hier reichen. Wir können das später immer noch nach Westen erweitern durch Landfills im Notfall. Und dann hätten wir jetzt schon mal hier eine einigermaßen Struktur drin. Das heißt, ich werde jetzt in diesem Bereich hier die Stromversorgung machen mit ganz, ganz, ganz vielen Steam Engines. Kein Solar, könnt ihr knicken, das dauert noch. Und dann hier in der Mitte fängt das an, die Ressourcen runterzuziehen. Das heißt, die Kupferplatten zum Beispiel würden dann hier in der Mitte irgendwo, wo die ganzen Bäume noch im Weg sind, würden die Kupferplatten durch das Muster hindurch, taktisch günstig positioniert, runtergeleitet werden. Und daneben dann taktisch günstig auf ebenfalls Fließbändern Eisenplatten. Wobei wir erstmal das Eisen nach da oben bekommen müssten. Und ich brauche ganz viele davon. So, Science Packs, alle da rein. Vielleicht noch so ein Forschungsdingens, gib mal. So. Okay. Eisen. Eisen wird echt ein Problem. Das müssten wir eigentlich von hier aus rausnehmen und nach da bringen. Das heißt, wir müssen das Muster bis zum Eisen erweitern. Ding, ding, ding. Ja, doch, geht. Ich wollte schon sagen, eventuell müssten wir jetzt das erste Mal das Landfill-Ding ausprobieren. Aber es scheint ja so aufzugehen. Gut. Und dann können wir hier die Dinger da bauen. Da brauchen wir schon mal keine Kohle hier mehr. Denn wenn wir wirklich so einen Powerblock aus Engines bauen, das wird Kohle fressen ohne Ende. Also, du kommst noch mit. Du kommst noch mit. Wir hätten gerne... wie war das Muster bei den Mining Drills? Immer dazwischen, ne? Genau, hier. Da. Und da, auch wenn du jetzt nur zwei Stück wegfutterst. Weiß ja nicht. So wäre eigentlich besser. Na, können wir, glaube ich, ruhig zwei Fließbänder nehmen. Warte mal. Du, da, 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 da. Zwei wird nicht... Na doch, passt genau durch. Sehr schön. Ah, du bist im Weg. Du warst im Weg. Ding, 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 ding. Kurve, Kurve. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, warum ich das unbedingt auf zwei Fließbändern haben will. Das ist gerade schön symmetrisch, also mache ich das einfach mal. Und hier würde ich gerne das erste Mal Landfill ausprobieren. Also Bau davon. Und zack. Boah, das ist ja super einfach. Okay, mehr davon bauen. Zu. Und keins mehr da. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, also, genialer Mod, kann man nichts anderes sagen. Dich ziehen wir mal hier rüber. Und dann eigentlich nach oben. Her, 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 her. Wollen wir jetzt das wirklich nach oben machen? Und dann von oben nach unten? Ich weiß ja nicht. Brauchen wir noch mehr Science Packs? Nee. Genau, ich wollte noch ein Forschungsding bauen. Dahin. Hälfte der Science Packs. Da rein. Mehr Science Packs selber herstellen.
Nö, ich ziehe das jetzt nicht bis ganz nach oben hin. Das kleine Feld hier wird so schnell weggeputzt später. Das macht absolut keinen Unterschied. Da brauchen wir keine Logistik für. Weg, 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 weg. Wir verbinden das Ganze jetzt hier auch nochmal. Weil, mal ernsthaft, das Feld wird nicht so viel produzieren, dass das Fließband überladen wird. Und dann nehme ich hier Ärmchen. So, nehme hier Ärmchen. Mach da einen Schmelzofen hin. Da einen Schmelzofen hin. Kommen jeweils 200 Kohle. Und dann kommen da Ärmchen hin und da Ärmchen hin. Und hier ein Fließband. So. Achso, neue Ärmchen. Zack. Und eine Eisenkiste. Und dann sammelt sich hier erstmal das Eisen und gut ist. Muss nicht schön aussehen, muss nicht super optimal sein. Es muss nur einigermaßen laufen. Damit, während die Aliens sich darauf vorbereiten, uns auch zu essen, wir auch irgendwas an Ressourcen bekommen. Und wir brauchen definitiv mehr Schmelzöfen. 1, 2, 1, 2. 1, 2, Kohle. Oh, nicht Raketen erforschen. Was ist jetzt wichtig? Also ich würde ganz gerne die Basis unten knacken. Ich nehme, glaube ich, mal Shooting Speed, ja, Research. Du 200. Ärmchen. Gib mir Ärmchen. So. Also, Eisenplatten kommen schon mal gut rein, Kupferplatten kommen gut rein. Noch nicht so wirklich automatisiert alles, aber was soll's. Ah, Kupfer brauchen wir auch nochmal. Du da. Was fehlt? Eisenplatten fehlen? Was? Hatten wir doch gerade hier unten. Du gib mir Eisenplatten. So, gib mir Ärmchen. Gib mich was. Da. Stone Furnace. Da und ja, komm da auch nochmal. Dich ziehen wir weiter durch. So. Nimm. Kohle. Kohle. Keine Kohle mehr. Noch mehr Ärmchen und dann steht das auch schon mal. Also wir haben auf jeden Fall schon eine funktionierende Grundlage. Wir haben noch nicht viel mit den Mods gearbeitet, außer jetzt das Landfill-Ding. Aber das kommt alles später, wenn die Ressourcen erstmal da sind. So. Und ich denke, in der nächsten Folge, wenn die Bullying-Shooting-Speed-Geschichte da durch ist, dann versuche ich nochmal mein Glück unten bei der Basis. Weil die wird sonst früher oder später, wenn unser Smog da ankommt. Wobei wir doch. Ah doch, wir haben schon Smog, guck mal. Das kommt schon bei der Basis an. Das heißt, die Dinger mutieren schon. Das heißt, mit etwas Pech haben wir da schon die mittleren Weißer demnächst. Also, ne? Könnte gefährlich werden. Deswegen möglichst schnell kaputt machen. Das ist der Plan für die nächste Folge. Und dann noch hier Stromversorgung weiter ausbauen, die Boiler hinbauen, die Kohleversorgung für die Boiler richtig aufbauen. Und sonst war es das, glaube ich, auch erstmal. Weil Ressourcen reicht für den Anfang. Wir haben jetzt schon mehr Ressourcen, als wir ausgeben können, weil wir halt noch keine Fabriken haben. Weil alles an Forschung, was wir bisher gemacht haben, ging nicht in Fabriken oder Beleuchtung oder sonst irgendwas, sondern ich will mehr rumballern. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so am Anfang. Aber sollten wir auf keinen Fall zu sehr hinterherhängen, weil es bringt uns nicht, wenn wir jetzt ein schönes Gewehr haben, wenn wir nicht schnell genug an Lasertürme und dergleichen kommen. Sonst werden wir einfach nur überrannt. Ja, also bis gleich.